Hallo West Community, wir sind hier in der Schlosswallhalle, wo gerade das Saisoneröffnungsspiel der Giro Live Ballers gegen Phoenix Hagen zu Ende gegangen ist. Ihr habt gerade das Spiel gegen Phoenix Hagen gewonnen. Wie ist die Stimmung so nach dem Spiel? Seid ihr zufrieden? Ja, wenn man einen Erstligisten schlägt, dann muss man natürlich zufrieden sein. Es war aber natürlich noch nicht alles so, wie wir uns das dann auch in der Saison vorstellen. Sehe ich genauso. Wenn man die erste Halbzeit sieht, also ich glaube, da haben wir sehr guten Basketball gespielt. Wenn wir das dritte Viertel nicht so verschlafen, dann denke ich, können wir oben mitspielen. Soweit ich weiß, seid ihr beide auch neu bei den Ballers. Was ist das so für euch für ein Gefühl, in der Pro A zu spielen? Für mich ist das eine Umgewöhnung, aber es ist eine gute Erfahrung. Also ich habe letztes Jahr Pro B gespielt, davor auch, und das, ich denke, jetzt bin ich bereit für den nächsten Schritt. Ich habe letztes Jahr auch in der Pro B gespielt, denke ich, war da ganz mit ganz ordentlichen Leistungen dabei und bin jetzt halt in die Pro A gewechselt, um mich hier zu beweisen. Ja. Was ist das für ein Basketballer? Wie gut ist man dann? Nur für die, die es nicht kennen. Naja, es ist halt die zweithöchste Spielklasse in Deutschland. Im internationalen Vergleich hing Deutschland ja leider mal ein bisschen hinterher. Aber ich denke, wir können es schon einigermaßen sehen lassen. Dann wollte ich noch einmal fragen, wie groß seid ihr beide? Ich bin 2,09 Meter. Und du? Ich bin 1,93 Meter. Ist das nur ein Klischee, dass Basketballer groß sein müssen, oder müsst ihr wirklich groß sein? Also es ist auf jeden Fall vom Vorteil. Es gibt natürlich auch kleine Basketballer, aber da hast du natürlich immer Nachteile. Von daher, wenn man groß ist, entscheidet man sich natürlich eher für einen Basketball anstatt für Hockey.